Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich hatte die wirklich exklusive Gelegenheit, mir bei Sinn die Neuerscheinungen des Frühjahrs 2023 anzuschauen. Exklusiv meine ich tatsächlich so, wie ich es meine. Ich war ganz alleine dort zusammen mit der stellvertretenden Marketingleiterin und hatte die Möglichkeit, mir alle Uhren anzuschauen. Das Ganze war relativ spontan. Insofern bin ich da mit kleinem Besteck hingefahren, habe fast alles aus der Hand gefilmt. Dadurch sind die Bilder ein kleines bisschen verwackelt, aber ein echter Live-Eindruck vor Ort und den möchte ich jetzt sehr gerne mit euch teilen. Die erste Uhr, die neu gekommen ist, ist die U1S mit dem Perlmutt-Ziffernblatt. Letztes Jahr gab es die U50 mit dem Perlmutt-Ziffernblatt und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem ersten Video, was ich vor einigen Tagen gebracht habe, wo ich die Neuerscheinungen gezeigt habe, habe ich gesagt, Perlmutt ist ein Schmuckwerkstoff, passt nicht zum Werkzeug der U1. Ich stehe dazu nach wie vor, aber ich muss auch sagen, im Live-Eindruck, die Uhr sieht schon richtig mächtig klasse aus. Also die macht wirklich was her und es ist stimmig mit den schwarzen Zeigern. Alles das passt zusammen. Ich bin nicht mehr so ganz eindeutig kontra Perlmutt bei der U1. Ich bin hin und her gerissen. Sie ist einfach ein Spalter in meinen Augen, aber ein stimmiger Spalter, wenn ihr wisst, was ich meine. Die zweite Neuerscheinung war die U50 mit dem Dekorschliff. Mit dem Dekorschliff-Ziffernblatt. Letztes Jahr gab es ja die U1 mit dem Dekorschliff-Ziffernblatt. Und das ist in meinen Augen eine richtig gelungene Uhr geworden. Absolut super. Und hätte ich nicht schon die U1, dann bin ich sehr sicher, dass die U50 ganz oben auf meiner Haben-Wollen-Liste stünde. Denn die U50 ist wirklich eine Uhr, die für mich unglaublich viel richtig macht. Ich gehe in dem Video übrigens nicht auf Zahlen, Daten, Fakten und technische Spezifikationen ein. Das habe ich im letzten Video schon getan, was ich euch hier oben irgendwo da oben verlinke und auch am Ende des Videos verlinke, sodass ihr das nachlesen könnt. Sinn hat aber nicht nur die U1S Perlmutt und die U50 Dekoschliff gebracht, sondern Sinn hat dieses Jahr auch eine ganz neue Serie gebracht mit der T50, die auf den ersten Blick aussieht wie eine U50 mit Schwertzeigern, ist aber etwas komplett anderes, eine ganz andere Uhr. Die T50 ist aus Titan, dadurch mega leicht. Sie hat, wie ihr gesehen habt, die Schwertzeiger und nicht die Blockzeiger der U50. Sie hat ein leicht gewölbtes Saphirglas, wodurch die Uhr komplett anders wirkt. Und sie hat den Drehring, bekannt aus den T1 und T2 Modellen, den man drücken muss zum Drehen und beim Loslassen dann arretiert. Und Sinn hat nicht nur ein Modell der T50 gebracht, sondern zum Start weg direkt drei Modelle. Eben habe ich euch das Standardmodell gezeigt mit dem Titangehäuse und dem nicht gefärbten Drehring. Hier seht ihr das Modell GBDR Gold Bronze Drehring, eine Bicolor-Variante. Der Gold Bronze Drehring besteht zu 12,5% aus Gold. Sehr, sehr rein, keine schädlichen oder allergenen Stoffe beigemischt. Eine zum Patent angemeldete Mischung und wirklich vom Farbton her auch dunkler als Bronze üblicherweise ist. Sie soll langsamer anlaufen, weniger Grünspan entwickeln. Und die hier gezeigte Variante in Bicolor finde ich mega klasse. Also die fand ich von den Bildern schon klasse und live finde ich sie nochmal doppelt gut. Hier nochmal die U50 Perlmutt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie richtig reizvoll
weil auch das Perlmutt die farbigen Töne sehr dezent aufnimmt. Auch ein dunkles Perlmutt ist mit den schwarzen Zeigern. Also ihr merkt, ich bin hin und her gerissen. Ich war anfangs echt kein Fan davon, Perlmutt in die U1 einzubauen. Mittlerweile bröckelt diese Front etwas. Ich bin noch weit davon entfernt, ein Fan davon zu sein, aber ich erkenne durchaus, warum das für viele so reizvoll ist. Ja, mehr kann ich dazu im Augenblick nicht sagen. Es ist einfach für mich ein Spalter. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist ein Spalter. So, und jetzt kommen wir nochmal im direkten Vergleich. U1, der U50, T50. Auf den Bildern hier wirkt es nicht so durch die Verzerrung, weil ich ein bisschen von links gefilmt habe. Die T50 wirkt tatsächlich kleiner als die U50, obwohl sie von den Maßen her komplett identisch ist. Der Drehring wirkt anders, das Glas ist etwas gewölbt. Persönlich finde ich, die T50 wirkt eher wie eine etwas größere Damenuhr und die U50 wirkt wie eine etwas kleinere Herrenuhr. Ich kann das nicht anders beschreiben. Es ist auffällig und ich habe mit anderen Sammlern gesprochen. Ich habe auch sowohl am Römerberg als auch in Sossenheim mit den Mitarbeitern gesprochen und ich bin nicht der Einzige, der diesen Eindruck hat, dass die T50 kleiner wirkt. Und das habe ich gesagt, bevor ich sie in die Hand genommen habe. Es liegt also nicht am Gewicht. Und mir ist aufgefallen, bei der T50 steht der Drehring relativ weit über. Ja, jetzt gucken wir uns die U50 an und auch da steht er über. Bei meiner U1 steht er auch über. Da beschäftige ich mich schon so lange mit Uhren, habe über 10 Jahre die U1 und es ist mir nie wirklich aufgefallen. Bei der T50 ist es mir direkt aufgefallen. Woran liegt das? Es liegt wahrscheinlich daran, dass bei der T50 der Drehring einen größeren Spalt zum Gehäuse hat, weil er ja runtergedrückt werden muss zum Lösen und Verstellen und in der hohen Position arretiert. Dadurch ist ein etwas größerer Spalt sichtbar und der Überstand wird deutlicher. Anders kann ich mir das nicht erklären, aber das fand ich sehr spannend, dass ich an Uhren, die ich seit vielen Jahren kenne, etwas entdeckt habe, was immer schon da war, bloß weil es bei einer anderen Uhr deutlicher zutage tritt. Also das war sehr spannend. Ihr müsst euch das mal anschauen. Die Lünette muss so sein bei der T50, ist im Übrigen auch bei der T1 so. Wir haben uns das vor Ort direkt angeschaut und verglichen. Das ist also tatsächlich identisch. Und ja, für mich war das eine sehr spannende Erfahrung zu sehen, dass man auch nach so vielen Jahren Beschäftigung mit Uhren noch immer was Neues entdecken kann an seinen Uhren. So, schauen wir uns die Uhr mal von hinten an. Hier haben wir die U50, 500 Meter wasserdicht mit dem abgerundeten Boden. Bei der T50 haben wir eine absolut vergleichbare Bodenform, aber eine andere Gravur, eine andere Beschriftung. Die drei T50 Modelle einmal unmittelbar nebeneinander. Links die reine Titanversion für über den Daumen gepeilt 3.300 Euro, legt mich dann nicht auf 20 oder 30 Euro fest. Sehr monochrom gehalten, kein farbiger Akzent, selbst die Beschriftung T50 Automatik 500 Meter in Grau gehalten, sehr dezent, gefällt mir sehr. Und dann kommen wir zu dem Modell GBDR Gold Bronze Drehring. Ziffernblatt ebenfalls monochrom, aber in Bicolor und die Variante im ganz goldbronzenen Gehäuse mit Dekorschliff. Goldbronze Drehring liegt bei um die 4.000 Euro und die ganz bronzene bei rund 5.000 Euro. Von hinten sehen sie sich sehr ähnlich. Der Boden ist immer aus einem Nicht-Bronze-Material, lässt sich besser verschrauben. Die Rheinbronze mit dem Dekorschliff, eine sehr schöne Uhr, gewichtsmäßig bis auf wenige Gramm, identisch mit der
U50, also deutlich schwerer als die Titanmodelle. Ihr seht hier 000 von 300, das heißt, das sind Präsentationsmodelle, die nicht verkäuflich sind und auch nicht auf die Limitierung angerechnet werden, womit ihr dann auch indirekt gesehen habt, dass dieses Modell auf 300 Stück limitiert ist. Bei den T50 Modellen ist mein Favorit tatsächlich immer noch der mit dem Goldbronze-Drehring. Ich bin überhaupt nicht der Bicolor-Typ, war ich auch nie, aber bei der Uhr finde ich das wirklich richtig faszinierend. 4.000 Euro ist ein Brett, ist richtig viel Geld, die gebe ich auch nicht mal so im Vorbeigehen aus. Insofern hat es mich echt wirklich beruhigt, dass mir persönlich die Uhr am Arm etwas zu klein erscheint vom Gefühl her. Wie gesagt, sie wirkt kleiner als die U50, sodass ich mich auch nicht in Versuchung gefühlt fühle, diese 4.000 Euro auszugeben. Auch wenn die Uhr in meinen Augen die schönste Neuerscheinung dieses Frühjahrs ist. Also mir gefällt die wirklich richtig gut. Das habe ich von den Fotos her schon gesagt. Und im Live-Eindruck musste ich da auch überhaupt nichts korrigieren. Mir gefällt das Monochrome mit dem grauen Sekundenzeiger, der grauen Beschriftung, den weißen Hauptzeigern, den weißen Indizes super gut. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Spaß gemacht hat mir im Übrigen auch, ihr habt das an einigen Uhren schon gesehen, die neuen Stoffbänder von Sinn. Die sind doppelt genäht. Der erste Keeper ist eingenäht, also nicht nur angenäht, sondern das Band läuft über und unter dem Keeper, sodass sich da auch nichts lösen kann. Qualitativ wirklich hochwertig gemacht, sehr stabil, tolles Material. Also das sind schon tatsächlich Premium-Stoffbänder, wenn man das sagen kann, haben auch ihren Preis. Ich glaube, sie liegen um die 50 Euro. Also da kriegt man deutlich billigere Stoffbänder. Man bekommt aber auch deutlich schlechtere Stoffbänder. Also wenn ich mir ein Stoffband holen würde, würde ich mir entweder ein Canvasband holen, was dann auch ausfranst und alt wirkt. Oder ich persönlich würde vielleicht sogar tatsächlich die 50 Euro in ein solches Sinnband investieren. Denn die fand ich toll, belastbar, super passend zur Uhr und vor allen Dingen auch stabil genug, um schwerere Uhren am Arm in Position zu halten. Das ist etwas, was mich bei zweigeteilten Natos immer gestört hat, dass die Uhr zu stark verrutscht und das Band nicht stark genug ist, die Uhr wirklich festzuhalten. Sie hält sie zwar am Arm, aber die Uhr ist mir persönlich zu beweglich am Arm. Und das passiert mit diesen Bändern nicht. Ja, das war mein Live-Eindruck. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich fand es super interessant. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.